Im Bauwesen kommt es immer wieder zum Bruch zwischen der digitalen und analogen Welt. Hier wird analog gearbeitet wie vor 50 Jahren. Und ich glaube einfach, dass wir dort von anderen Industriezweigen lernen könnten. Und das sollten wir im Rahmen der Forschung untersuchen. In unserer Branche ist es ganz wichtig, dass wir eine lückenlose Wertschöpfungskette aufweisen können. Das heißt, von der ersten Beratung, von der Entwurfsplanung bis zur Übergabe der fertigen Baustelle an den Kunden dürfen keine Brüche in der Informationskette sein, in der Planungskette, in der Beschaffungs- und in der Fertigungskette.